Und damit willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Hardcore. Ja, wir sind im letzten Part nochmal ordentlich weitergekommen. Einerseits haben wir einige coole Werkzeuge wieder gecraftet. Neu dazu gekommen ist hier dieser Schleimstahl-Bagger. Ist eine mega krasse Schaufel. Zudem hier eine Schleimstahl-Spitzhacke und Schleimstahl-Mattock. Und heute werden wir uns darum kümmern, dass wir ja auch uns verteidigen können. Ein richtig cooles Schwert machen. Nicht ein ganz normales Schwert, sondern hier... wo ist es? Dieses Breitschwert, dieser Spalter. Und das ist schon sehr, sehr stark. Ich werde hier mal in... hier mal Spalter mal eingeben. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir da auch Schleimstein nutzen oder was anderes. Weil ich will halt wissen... Für mich ist der Angriffsschaden halt entscheidend. Hier haben wir 9,25 Angriffsschaden, was schon mal im Gegensatz zum Eisenschwert schon mal richtig cool ist. Ich glaube, Diamantschwert ist auch weniger Angriffsschaden. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen was Geileres. Also hier war 9,25. Vielleicht haben wir irgendwie was noch Besseres an Angriffsschaden. 8,5, ja, Eisenspalter, okay. 9,25, ja, da ist immer noch Schleimstein mit am besten. Das war 9,2, ja, genau. 2,7, ja, okay. Hier 10,08. Auch von der Geschwindigkeit her besser. Also verbrannter Stein ist bisher das Beste. Dafür die Haltbarkeit echt nicht gut. Aber kann man vielleicht trotzdem nutzen. Dann gucken wir mal weiter. Gucken wir mal. 12,7. Und das ist auch krass. Auch eine schöne Haltbarkeit. Und sonst... Hier 13,9, aber gut, das ist eben mit Materialien, glaube ich, aus dem Nether. Also, was cool war, war hier diese 12,7. Das ist das Beste hier. Gucken wir mal, wie kann... Nahuatl. 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 Nahu... Das ist... Ist das ein Holz? Geschmolzener Obsidian? Und dann Holz reinpacken. Okay, krass. Okay, das kann ich mir sogar herstellen. Ich brauche nur Obsidian. Und für das Schwert lohnt sich das auf jeden Fall. Haben wir hier... Was ist das? Na, Reparatur-Set. Zaun. Aber es sind hier bisher nur die Planken. Da ja... Kann ich das dann nochmal gießen? Warte mal. Das ist einfach Obsidian. Okay, es gibt doch noch Obsidian-Werkzeuge. Nur die werden nicht mal als Obsidian-Werkzeuge bezeichnet. Das ist jetzt ein Nahuatl. Oh, 44 Sekunden. Okay, wir brauchen Obsidian. Ich möchte da ein Obsidian-Breitschwert haben. Das heißt, wir werden uns heute um Obsidian kümmern. Und ich glaube, da brauche ich doch ein bisschen was. Warte, da konnte ich doch vielleicht gerade sehen, was ich da genau brauche. Also wie viel? 4 Blöcke Obsidian. Okay, da können wir mal kurz gucken. Was brauche ich denn generell für einen Spalter? Wir brauchen ein Creeperface, eine große Klinge und 2 Griffe. Sind das normale Griffe? Naja, es sind harte Griffe. Okay. Das heißt, ein Obsidian Face sind 4 Blöcke schon mal. Dann brauche ich eine breite Klinge. Das sind nochmal 8 Blöcke, also haben wir 12 Blöcke. Ui, das ist teuer. Und dann ein harter Griff. Das sind jeweils nochmal 3, also 6. Das heißt, wir brauchen 18 Blöcke Obsidian. Das ist echt nicht wenig. 18 Blöcke. Ich schreibe hier unten rechts einfach mal die 18 mal rein, dass ich mir das auch merken kann. Gut. Gut, wir haben hier 10 Blöcke Obsidian. Für ein Nether-Portal brauchen wir 2 Blöcke. Das heißt, 8 Blöcke meine ich. 3 rechts, 3 links, 2 oben, 2 unten, genau. Das heißt, dann kann ich ruhig hier schon mal 2 Obsidian rausnehmen. Mehr Obsidian habe ich aktuell. Doch, hier habe ich nochmal 2. Das heißt, wir haben schon mal 4 Stück, sehr schön. Und dann werden wir gleich zu unserem schönen Lavasee gehen. Und da dann, ja, Obsidian holen. Ich werde das Bett mitnehmen, falls es Nacht wird. Und wir holen jetzt Obsidian. Wir haben unsere neuen Werkzeuge, damit sollte das klappen. Falls das nicht klappen sollte, also falls ich dann doch kein Obsidian mit diesen neuen Werkzeugen abbauen kann, werde ich sicherheitshalber meine Diamantspitzhacke mitnehmen. Sicher ist sicher. Was ist denn hier Abbaugeschwindigkeit? Ach, kann ich hier gar nicht angucken. Kann ich hier gar nicht angucken. Boah, kann ich dann mit dem Hammer eigentlich auch Obsidian abbauen? Kann ich dann 9 Stück gleichzeitig abbauen? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Werden wir da mal gucken. Werden wir da mal gucken. So, ich muss mal kurz gucken, ob ich in die richtige Richtung laufe.
Das ist genau richtig. Super, 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 super. Dann soll das Obsidian abbauen auch gar nicht mal so lange dauern. Und dann so ein krasses Breitschwert zu haben mit 12 Angriffsschaden. Ich glaube, dann sind wir für Nether sehr gut aufgestellt. Dann sind wir richtig gut aufgestellt. Gucken wir mal. Natürlich wird das ein bisschen dauern, bis wir alles dann dingsen, aber ist egal. Das ist ja hier unsere schöne Lavaquelle. Aber ganz ehrlich, wir können auch Lava immer noch aus dem Nether für später holen, wenn wir da was brauchen. Okay, das Problem ist natürlich, ist da drunter noch Lava? Hier nicht. Ich mach mal jetzt folgendermaßen. Ich brauche einerseits ein rettendes Ufer. Beziehungsweise ich mach mal hier Wasser rein. Ich mach da Wasser rein. Und jetzt gucken wir mal, ob das so klappt. Ja doch, ich sehe, dass sich da was ändert. Das sollte klappen. Dauert zwar eine Weile, aber dafür bauen wir gerade aktuell 6 Blöcke gleichzeitig ab. Ich will erstmal kurz langsam probieren. Das dauert wirklich seine Zeit. Aber hey, es gibt wenigstens eine Abbauanimation. Bei Eisenspitzhacke zum Beispiel würde es nicht mal eine Abbauanimation geben. Daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass das klappt. So sollte im Moment... Ja. Das waren jetzt einige Obsidian. Sehr geil, dass das klappt. Sehr, sehr schön. Und das Wasser hat mich dann jetzt ein kleines bisschen, glaube ich, gerettet. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war es schon ganz gut, dass ich da Wasser gesetzt habe. Machen wir noch mal hier in die Ecke. Machen wir hier mal Wasser rein. Beziehungsweise, ich bin mal kurz diesen Block noch. Dann machen wir... Ich habe 10 Blöcke aktuell. Ich kriege hier jetzt nochmal 7 Blöcke raus. Das passt dann. Also, let's go. Dann geht das Obsidian abbauen jetzt auch richtig schön schnell. Gefällt mir. Das gefällt mir. So, dann... Jetzt habe ich keinen Stein hier irgendwie, wo ich so besser sehen kann, wie weit wir mit dem Abbauen sind. Ich mache mal sicherheitshalber sneak ich mal. Für den Fall der Fälle. Dass da doch schnell Lava ist und ich dann doch schneller in die Lava gerate, als das Wasser hinterherkommen kann. So, sollte im Moment fertig sein. Hui! 17 Obsidian, einen brauche ich noch und das machen wir hier. Das machen wir mit der normalen Spitzhacke. Das geht jetzt auch deutlich schneller, weil ich da jetzt nur einen Obsidian abbaue. So, zack, 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 zack. Und dann haben wir jetzt die 18 Obsidian fertig. Nice! Okay, Wasser nehme ich wieder mit. So, wunderbar. Und wir hauen wieder ab. Lava ist hier noch genügend drin, falls ich mir einen Ofen was brauche. Habe ich gerade meine anderen Eimer dabei? Nein. Sonst hätte ich noch mal ein bisschen Lava mitgenommen. Für einen Ofen. Für einen großen Ofen. Aber ganz ehrlich, da ist noch so viel Lava drin. Das reicht für eine ganze Weile noch. Bisher sind, glaube ich, 2 Tanks annähernd leer. Und 3 Tanks noch komplett voll. Und wenn man bedenkt, wie viel wir da jetzt im Ofen schon gemacht haben, sei es aus der Höhlentour, die wir hatten, das ganze Eisen da drin gebraten, sei es die ganzen Werkzeuge, all das haben wir da drin schon gemacht und es sind immer noch 3 Tanks voll. Ja, ich glaube, 2 Tanks sind inzwischen leer. Ja, fast leer. Der linke Tank ist fast leer, der rechte Tank ist komplett leer und die anderen 3 sind komplett voll. So, ja gut, dann packen wir mal das Obsidian hier rein. Ich glaube, es wird jetzt erstmal ein bisschen dauern, bis das durch ist. Dann können wir nochmal kurz gucken, weil, ganz ehrlich, wir brauchen ja... Wir bauen einen robusten Griff. Bauen wir 2 Stück. Wir bauen ein Creeper Face. Und wir bauen eine breite Klinge. Ich glaube, die breite Klinge, die habe ich aktuell noch nicht. Kann das sein? Wir haben nur eine kleine Klinge. Aber die breite Klinge haben wir noch nicht. Dann werden wir uns darum erstmal noch kümmern. Während das Obsidian da drin schon mal geschmolzen wird. Ganz einfach. So. Dann das Bett kann ich hier wieder hinpacken. War ja nur sicherheitshalber, dass ich das mitgenommen habe. Wir brauchen das hier. Einmal zack. Und dann die breite Klinge. Die breite Klinge ist diese hier. Materialkosten 8. Hammer. Das haben wir. Gold haben wir noch im Ofen drin. Das passt. Hätten wir sonst noch eine Kiste. Da können wir schon mal die Form jetzt herstellen. Zack. Okay, der Obsidian ist drin. Dann brauche ich das Gold erstmal kurz für eine Form. Sehr nice. Ja, und jetzt das Obsidian. 18 Blöcke, das ist schon eine ganze Menge. Der Ofen ist auch jetzt sehr dolle voll, wie man sieht. Wir haben aber noch ein bisschen Platz, haben wir noch. Und dann jetzt hier eins. Nein? Nein? Geschmolzene Obsidian.
Holz. Achso, ich muss. Ich brauche hier keine Formen. Sondern ich muss. Okay, ich brauche das als Holzvariante. Aha, verstehe. Damals musste man einfach Obsidian gießen. Ah gut, dann hieß das halt damals auch Obsidian. Obsidian Breitschwert oder wie auch immer. Okay, das heißt, ich brauche nochmal eine ganze Menge Holz. Gut, Holz haben wir ja noch ein bisschen was. Holen wir noch ein bisschen hier was raus. So, zack. Und dann heißt es erstmal hier 1, 2, 3. Warte, was brauche ich denn alles genau? Nochmal. Und wie viel vor allen Dingen? Zweimal Griffe brauche ich, okay. Das heißt, ich brauche hier 4 solche Dinger. Machen wir mal hier so rein. Also, ich brauche jetzt die breite Klinge. Ich brauche das Ding hier. Und zweimal harter Griff. So, wunderbar. Holz kann wieder rein. Sehr schön. Es wird, glaube ich, gerade Nacht. Es wird gerade Nacht. Dann kann ich die Chance mal kurz nutzen und schlafen gehen. Ja, dann können wir das jetzt gießen. Dann können wir das jetzt gießen und dann haben wir ein richtig geiles Schwert. Von den anderen Zeug, was wir da haben, müssen wir gleich noch gucken, ob wir damit... Hallo! Da noch was herstellen wollen, irgendwann. Oder nicht. Mal gucken. So, gut. Dann die breite Klinge. Das Creeper-Face. Und dieser Griff. Jetzt hier Obsidian rein. Da Obsidian rein. Da Obsidian rein. Und das gießt jetzt eine ganze Weile. Es stand ja da, gerade bei dem Creeper-Face stand 44 Sekunden da. Ist schon fast eine Minute. Man kann sich das jetzt hier ganz genau angucken. Naja, vielleicht weil Obsidian sehr zähflüssig ist. Darum dauert das wahrscheinlich eine ganze Weile, bis das hier drin ist. Und dann dauert es auch eine ganze Weile, bis das aushärtet. Wahrscheinlich. Wir werden ja auch alles an Obsidian hier drin brauchen. Wir haben es ja extra berechnet alles. Boah, es dauert auch eine Weile zum Aushärten. Das härtet gerade aus hier. Das ist fertig. Harter Griff haben wir fertig. Dann können wir den nächsten harten Griff hier reinmachen. Dann das Creeper-Face ist fertig, die große Platte. Sehr schön. Das hier braucht halt am längsten. Heieiei. Und das hier ist gerade auch am Gießen. Und dann ist mein Obsidian gleich fertig. Gleich fertig und zack. Sehr schön, hat wirklich haargenau gepasst. Und dann müssen wir kurz warten. Das wird gerade hier hart. Sehr schön. Das wird gleich auch noch hart. Fertig. Sehr schön. Boah, das wird nice. Das wird nice. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Konnte man eigentlich das nochmal kombinieren? Ich hatte schon mal gesagt, dass man das alles kombinieren kann. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, weil es hier auch gar nicht angezeigt wird. Ja, egal. Wir haben jetzt das hier fertig. Und das können wir jetzt verarbeiten. Ein Brummer. Na toll. Das können wir jetzt verarbeiten. Haben wir eigentlich die Decke unten fertig gemacht? Nein, hatten wir noch nicht. Wir haben immer noch das Holz hier. Warte, dann machen wir mal kurz hier. Wenn ich schon einmal hier drin jetzt so kurz bin, machen wir noch die Decke hier fertig. Weil es sieht ja echt nicht schön aus, wenn das hier unfertig ist. Okay, das reicht jetzt leider nicht. Egal. Egal. Wir haben ja draußen noch ein paar Bäume. Dann hier. Zack. 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 Breit. Spalter. Spalter. Nicht Breitschwert, sondern Spalter ist das. Haben wir fertig. Dann kann das andere Schwert raus und damit können wir jetzt so richtig schön schnell arbeiten. Wir müssen aber, glaube ich, wir haben nicht so große, also wir brauchen ein bisschen länger, bis wir nochmal neu angreifen können. Die Angriffsgeschwindigkeit ist nicht so hoch bei dem. Das ist ja ein Nachteil. Aber dafür haben wir hier doch was Geiles bekommen. So, sonst von den anderen Dingen brauchen wir nicht. Was ist denn hier? Das Cleaver ist eine Waffe für einen Schmelzmeister. Angriff aus großer Entfernung schneiden selbst durch die härtesten Feinde durch. Boah, das ist schon cool. Das ist schon cool. Was ist denn das hier für eine Spitzhacke überhaupt? Die Pickaxe ist ein vielseitiges Werkzeug. Er ist effektiv auf Fels. Ach so, das war das. Okay. Dann haben wir hier noch so ein Crossbow. Da brauchen wir aber noch Fäden für, um diesen Crossbow irgendwann herzustellen. Sense, das ist ein Erntewerkzeug. Brauchen. Okay, man kann damit direkt Feldfrüchte ernten und direkt neu anpflanzen. Das ist aber auch wieder cool. Das wäre vielleicht für später mal was, was wir später machen können. Sonst haben wir die geilsten Dinge generell hier bekommen. Würde ich mal sagen. Genau, auf jeden Fall. Die Diamantspitzhacke, die brauchte ich ja eh nicht. Dann Sandstein kann hier rein. Die Bretter können ein paar hier zumindest mal rein. Der Sand kann hier rein. Mal gleich mal hier anfangen zu sortieren. Das Glas kann hier rein. Okay. Dann das nächste Ziel ist Netherportal.
Das ist das nächste Ziel. Aber vorher will ich kurz hier die Decke abschließen. Das muss jetzt so kurz noch sein. Weil ich will natürlich auch mein Tool natürlich ausprobieren. Wie das so im Kampf ist. Und wo kann man das besser machen als im Nether. Ganz ehrlich. Aber ein Bogen fehlt mir natürlich für den Nether. Aber ich habe keinerlei Feen, glaube ich. So, wenigstens ist die Decke jetzt hier mal fertig. Ganz einfach. Ich glaube, ich habe keinerlei Fäden. Guck ich mal kurz. Habe ich auch irgendwelche Fäden? Hier hätten wir noch Pfeile. Zwei Stück, um genau zu sein. Fäden, Fehlanzeige. Fehlanzeige. Selbst Pfeile habe ich nicht so viel. Aber dafür habe ich Federn. Federn sind gar nicht so schlecht. Aber ne, da haben wir leider nicht so wirklich was. Kann ich mir Fäden irgendwie herstellen? Faden. Kann ich mir Faden irgendwie herstellen? Nein. Kann nur angucken, was kann ich aus Fäden alles machen. Das ist eine ganze Menge. Gut, ich baue natürlich das Obsidian, um das Portal zu bauen. Und ich baue ein Feuerzeug. So, Obsidian hatte ich hier drin. Habe ich irgendwo... Ich habe doch bestimmt irgendwo ein Feuerzeug. Habe ich da irgendwo mal gefunden und dann hier reingetan, oder nicht? Sonst habe ich hier Feuerstein. Ich packe mal schon mal einen Feuerstein hier rein. Aber wenn ich schon ein Feuerzeug habe, dann will ich das natürlich auch nutzen. Habe ich... Zumindest sehe ich jetzt hier auf Anhieb keins. Gut, dann machen wir uns so ein Feuerzeug. Das werde ich auch immer jetzt wieder mitnehmen. Wir hatten es in der letzten Staffel, dass unser Portal zerstört wurde, wo wir im Nether waren. Und das ist natürlich dann nicht so gut. So, das Portal packe ich hier hinten hin. 1, 2. Komm, die 2 Sand, die schmeiße ich gleich mal weg. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, ich habe mich... Hä? Ich habe mich verzählt. Oh, warum habe ich... Ich bin doch dumm. Ich habe mich im letzten Part verzählt. Damit habe ich jetzt zu wenig Obsidian. Ich muss nochmal Obsidian holen. Na toll, nochmal Obsidian holen. So, die Setzlinge brauche ich nicht nochmal neu anpflanzen. Das an Holz reicht erstmal. Dann heißt es wohl jetzt nochmal schnell Obsidian holen. Na toll. Ja, von der Zeit her werden wir eh nur noch im Nether heute kurz reingucken. Mehr aber auch nicht, ganz ehrlich. Da haben wir dann nicht die Zeit. Oh, unser Spalter, das ist so... Wir haben hier Hunde. Nee, das ist ein Waschbär. Ja, toll. Das ist ein Waschbär. Gut, dann holen wir uns hier nochmal kurz Obsidian. Obsidian haben wir ja hier mehr als genug. Bauen wir mal kurz schnell mal ab. Wo ich mit der Nummer 1 Spitzhacke den Hammer, das kostet... Der Hammer kostet zu viel Zeit. Der Hammer kostet zu viel Zeit. Für 2 Blöcke halt. Lohnt sich nur, wenn ich mehrere Blöcke brauche. Natürlich könnte ich das in der Portal so schön machen, dass ich auch die Ecken ausfülle. Aber... Muss nicht sein, muss nicht sein, muss nicht sein. Können wir vielleicht später machen, wenn ich Obsidian im Überfluss habe. Stimmt, was ich auch nochmal nachgucken wollte, ist folgendermaßen. Ich gebe hier mal kurz Hammer ein. Wir haben ja jetzt hier diesen Nahu und was. Was ist, oder? Ich pack mal, ist, nee, ich muss schon Hammer richtig eingeben, weil ich will vergleichen. Wo ist denn hier dieser Hammer irgendwie was? Hammer. Kupfer, Knochen. Oder gibt's. Doch, das muss es doch auch als Hammer-Version geben. Was ist denn das? Venenhammer? Das sagt mir noch gar nichts. Keine Ahnung. Da. If. Warte. Haltbarkeit 1200. Geschwindigkeit 1,8. Ich glaube, da sind wir mit unserem Schleimstahl schon deutlich besser. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir besser dran. Gut, dann mal kurz hier raus. Hab nämlich eben zu überlegt, vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, daraus dann auch andere Werkzeuge herzustellen. Aber ganz ehrlich, nein. Ich glaube, wir haben schon das Beste vom Besten bekommen, von dem, was wir aktuell machen können. So, auf manche Nether-Erze, die es im Nether gibt, haben wir ja gerade noch keinen Zugriff. Da brauchen wir erstmal das Nether-Portal. Und das machen wir uns jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie unser Spawn am Nether aussieht. Ob es neue Biome im Nether gibt, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Also was sind für mich ein paar Rätsel. So, machen wir mal hier ein bisschen Holz hin. So, in die Ecken rein. Warum nicht? Und dann ist das Netherportal fertig. Gut, dann mal einfach mal mein Schild mal zücken. Und dann geht's hier rein. Es geht jetzt rein. Zack. Eieieiei, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Warte, mal kurz was essen. Ich hab Hunger. So, jetzt rein. Da gibt es natürlich bald Nether-Touren. Ob das direkt im Anschluss kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Okay, ich kann hier raustreten. Wir haben hier Gold. Wir haben Magma-Schleim. Wir haben Pigments. Ach ja, ich habe ja kein Goldrüstungsteil an. Ist jetzt nicht so schlimm. Da jemand mit verzauberten Bogen. Ja, ich habe kein Goldwerkzeug an. Das ist das Problem gerade. Aber der hinten sieht mich nicht. Ja, ich bin eigentlich erstmal auf den ersten Blick sehr zufrieden. Was bist denn du? Oh, ich bin durch. Sehr schön. Aber das Ding ist auch durch. Was bist denn du? Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ich kann dir zumindest Schaden machen. Sehr schön. Puh, das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Problem war natürlich, dass ich jetzt keine Goldrüstungsteile anhatte. Das war das große Problem. Daher konnte ich mich da jetzt auch nicht so umsehen. Direkt ein neues Monster da drin. Ja, sehr schön. Da wäre es doch vielleicht schon mal ganz gut, dass ich mir mal aus Gold direkt mal was mache. Und zwar ein paar Schuhe. 1, 2, 3, 4. Ah, warte. So, 4. Dass ich mir da gleich mal ein paar Goldschuhe mache, dass ich das im nächsten Part auf jeden Fall nicht vergesse. Genau, haben wir das. Haben wir das. Und sonst sind wir ganz gut erfolgreich heute gewesen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Die Sonne geht gerade unter. Also bis dahin. Und tschüss.